E non è facile, lo sappiamo tutti, la coerenza nella vita fra la fede e la testimonianza. Ma dobbiamo. In seiner Sonntagskatechese beim Angelusgebet ging Papst Franziskus auf die in der Liturgie gefeierte Weihe der Lateranbasilika ein. Die Bischofskirche von Rom sei Mutter aller Kirchen der Stadt und des Weltkreises. Der Begriff Mutter verdeutliche aber, dass es dabei nicht um das Kirchengebäude gehe, sondern um das Wirken des Heiligen Geistes in den Christen. Die Kirche als geistiges Haus fordere von den Christen, kohärent zu leben und den Glauben im Leben zu bezeugen. Das Fest lade zudem dazu ein, über die Gemeinschaft aller Christen nachzudenken, deren Aufgabe es sei, die Grenzen der Feindschaft und der Gleichgültigkeit unter den Menschen zu überwinden, um Brücken des Verständnisses und des Dialogs zu bauen. Die Kirche selber sei Zeichen und Vorausbild jener neuen Menschheit, wenn sie durch ihr Zeugnis das Evangelium verbreitet, einer Botschaft der Hoffnung und der Versöhnung für alle Menschen. Anche oggi la Chiesa è chiamata ad essere nel mondo la comunità che, radicata in Cristo per mezzo del battesimo, professa con umiltà e coraggio la fede in Lui, testimoniandola nella carità.